Ja, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen bei Staxel. Ja, immer noch in derselben Aufnahme und immer noch im Regen. Oh, und Bommel strahlt vor Fröhlichkeit, sehr schön. So, unser Hühnchen ist irgendwie noch nicht so weit. Scramble ist fröhlich. Gut, bei so einem Wetter würde ich auch kein... Ja. Kein, So. Scheiße, ich vergesse, was ich sagen wollte. Kein Ei legen wollen. So. So, das nehmen wir mal mit. Futterspender ist leer. Annabelle ist fröhlich. Und wo bist du? Und Florence. Ist cool, dass Florence... Das ja für mich in der Hinsicht, muss ich sagen, eher ein männlicher Name ist. Trotzdem gemolken werden kann. Finde ich ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen. Aber ist okay. So, dafür liegt unser Huhn gerade kein Ei. Ist allerdings ohne so schlimm. Denn wir gucken jetzt mal hier, die wächst wieder ein Pilz. Die wächst. Die ist jetzt auch soweit. Und hier ist noch nichts soweit. Und irgendwie unser... Ich weiß auch nicht, was das ist. Werfen. Ehrlich, ich kann das werfen. Errungenfrasche. Pitcher. Ehrlich. Ich kann... Und wie weit fliegt denn das? Alter, bist du hier... Na gut. Unsere Bienen. Was sagen unsere Bienen? 2 von 10. Also jeden Tag eine Biene mehr. Und dann irgendwann werden wir schon so weit sein. Da ist die Sende. Dass wir sagen können, wir können jetzt... Die würde ich dir natürlich gerne mitnehmen. Oh, die Samen. Da hinten wächst du wieder. Und so langsam wird es ein bisschen. Ich meine, ich möchte hier nicht die ganzen Blumen alle wegreißen auch. Muss ja ohne sein. Und da ist wieder was. Sehr schön. Aber für die Samen ist jetzt eben sinnvoll. Da finde ich es übelst sinnvoll, jetzt so wirklich zu sagen, hier mal die Dinger alle wegreißen. Weil es sich auch lohnt. Wir brauchen sie nicht kaufen erstmal. Bis jetzt können wir sie pflanzen. So. Hier nochmal. Und von daher möchte ich mir das Geld natürlich gerne sparen. Warum auch nicht? So, da ist auch wieder was. Die nehmen wir auch noch mit. Ach komm, was soll's. Ach, die eben auch. Die normalen Pflanzen geben also auch mal ab und an ein Sämchen. Tatsache. Neckisch. Ich hab hier... Ich meine, die sehen zwar schön aus, ist ja richtig, aber... Wenn wir was umsonst kriegen können... Warum nicht? Zumindest den Weg, sag ich mal so, bis zu unseren Feldern können wir ja mal ein bisschen bereinigen. So. Ich bin gespannt, ob das alles so mehr oder weniger nachwächst. So. Dann haben wir jetzt hier einfach mal eine große Grünfläche und ich bin gespannt. Ja, bin ich echt gespannt. Und wieder mal 10 Samen. Sehr schön. Wer hätte das gedacht? So, das Schild, ja. Das Schild ist ein bisschen sinnfrei, muss ich ehrlich sagen. So, können wir hier noch irgendwie, hier steht schon was. Können wir hier noch was pflanzen und
Hallo? So. Und wo haben wir die Hacke? Da ist sie. Flump. Findet mit dem Gras, finde ich, haben sie noch ein bisschen. Könnte man noch ein bisschen besser machen, aber es ist schon okay. Bin gespannt, was hier alles wächst. Und eine mehr noch. Kriegen wir die noch? Können wir die noch hier irgendwo? Da ist sie. Da ist die eine, die wir gebraucht haben. So. Und dann haben wir jetzt erstmal hier genug an Ernte, erntbarem Zeug. Aber die kommen hier auch irgendwie, die Steine, finde ich. Können sie ja mal einfach mit abklopfen. Damit sie hier auch verschwunden sind. Vielleicht fallen die auch einfach so vom Himmel, so als Asteroiden oder so. Kann ich mir zumindest nicht anders erklären. Deswegen hier. Oh. Toll. Deswegen hier andauernd die Steine wiederkommen. Es sei denn, wir haben die nicht wirklich weggenommen. Kann natürlich auch gut möglich sein. Hier, das würde ich gerne lassen. Ja, noch eine Butterfly. Die nehmen wir noch mit. Denn, wie gesagt, wir müssen wieder mal... Da ist die Grille. Jede Menge verkaufen. Und ich hoffe, wir kriegen endlich... dieses letzte Ding. So, jetzt müssen wir mal ins... Wenn wir schon mal so weit sind. Jetzt möchte ich wenigstens... Bauholz, Nägel und ein zwei Seile. Also zweimal Nägel, zweimal Bauholz. Wir können auch gleich mal gucken. Zweimal Nägel, zweimal Seile oft montieren. Und eine Köderbox. Brauchen wir nochmal Nägel und ein Blech. Also dreimal Nägel, zwei Seile und ein Blech. Drei Nägel, zwei Seile und ein Blech. Und dann schauen wir mal. Zur Not gucken wir vorher nochmal nach, denn... Und da oben. Juhu, wir haben die Nashornkäfer. Dann können wir das nämlich gleich machen. Wenn wir genug Geld haben. Ich hoffe es. Wir werden auf jeden Fall den ganzen Krempel hier verkaufen. Und praktisch ist natürlich, dass der jetzt gleich wieder da war. Das ist, freut mich sehr. So, dafür kriegen wir ja nicht so viel, ist klar. Aber hier ein bisschen was. Den gehen wir erstmal hier. Oh nein, habe ich jetzt meine Dings verkauft oder was? Eine Melkstation? Ich hoffe nicht. Das Ding könnten wir wieder ein Saatjutschild. Lege eine Samenpackung hinein und markiere deine Pflanzen. Vergiss nicht, dass du Gegenstände drehen kannst, bevor du die... Ja, müssen wir mal sehen, ob wir das... Mal sehen. Juhu, wir haben 1000. Auf jeden Fall können wir uns... ein bisschen was leisten. Jetzt wird es eher ein bisschen traurig. Selbst Kuhscheiße, sag ich mal, so viel. Relativ. Ja, nicht so viel, aber relativ viel bringt. So, Dittner, Dittner. So, und die Samen, was bringen die? 6. Nö, dann würde ich die gerne. Hallo? Dann würde ich die gerne behalten wollen. Und das Schild hier? 32. Ah, gut, nee, aber... Weil ja eigentlich kommen wir Pflanzen eh durcheinander noch. Das können wir, wenn, dann uns nochmal neu holen. Ich hoffe jetzt nur, dass ich... Ding, 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 ding. Wir müssen da hinten hin. Dass ich jetzt nicht das falsche Ding verkauft habe. Ich bin gerade der Meinung, ich habe meine Melkmaschine verkauft. Bin mir echt nicht sicher. So. Wir brauchen jetzt noch Fischgestell, Köderbox, ein Kombinierer, einfachen Kasten und zweimal Nashornkäfer. Okay. Ein Kombinierer brauchen wir noch. Werkbank, Maurer, Fischsäge, Montage, Kombinator. Den nehmen wir eh mal. Dann brauchten wir dreimal Nägel. So, wir gucken sicherheitshalber nochmal. Fischgestell. Wir brauchen zwei Nägel für das Fischgestell. Und eh mal Nägel für das Ding. Ein Blech. Und zwei Seile. 1, 2. Und ein Blech. Und dann haben wir somit alle zusammen.
und können sie ja alles selber herstellen. Wir brauchen hier nicht mehr hin und her rennen und haben so. Ja, ich freue mich. Bin gespannt, wie wir dann mit Ria weiter verfahren. Juhu! Ria, gleich geht los! Hier ist noch eine Schnecke und ein Pilz. Und noch eine Schnecke. Ja, schon viele Schnecken hier. Und noch ein Pilz. Noch mehr? Irgendwo? Ziehen, platzieren. Achso. Die Frage ist natürlich, wo packen wir den jetzt hin? Wir haben, kommen langsam so ein bisschen in eine Bredouille mit einem Platz. Den können wir hier hinstellen. Passt sehr gut. So. Mit der Säge. Haben wir noch Holz? Achso. Hier. So. Dann gucken wir jetzt nochmal. Fischgestell braucht 3 Bauholz. Und die Köderbox braucht 1. Also brauchen wir insgesamt 4. Aus wen kriegen wir? 1, 2. Also wäre jetzt 1, 2, 3. Ja. So, und dann leg mal du los hier. Währenddessen können wir. Hallo? Die 3 mal hier entpacken. Frische Stelle, 2 Nägel und das Seil. Nägel und das Blech. Das Blech brauchen wir noch. Hier ist das Blech. Hallo, hallo, hallo. So, die Seile. Das können wir mal wegnehmen. Ich bin gespannt, ob der da draus gleich das Richtige macht. Ne, nehmen wir mal. Nehmen wir die mal weg. Da kriegen wir die Köderbox. Hallo? So. Seil. Bauholz. Ist doch richtig, oder? Fischgestell. Bauholz. 3. 2 Nägel. 3 Bauholz. 2 Nägel. 2 Seile. Auf Montieren. Na gut, hier können wir aber das schon mal machen. Die mit dem. Kombinieren. Und dann haben wir die Köderbox. Und das können wir hier mal alles wieder insammeln. Wir brauchen natürlich wieder 200. Um das. Um das zu kombinieren dann. Aber wir könnten doch noch schaffen, das Zeug hier schnell wegzubringen. Wenigstens die Köderbox schon mal wegpacken. Und eventuell, wer weiß, was wir unterwegs noch finden. Denn wie gesagt, wir brauchen jetzt schon wieder 1000. Oh Gott. Und eigentlich würde ich auch gerne mal so einen Baum pflanzen, muss ich ehrlich sagen. Bei uns in der Nähe irgendwo. Irgendjemand, der ordentlich Mandarinen 570. Ah, wir haben nicht genug Geld. Okay, wir müssen jetzt eh erstmal ein bisschen sparen. Was sollt. So. Dann bringen wir jetzt wenigstens. Mit. Du kommst mit. Bienenkönigin nehmen wir immer gerne mit. Huch. Weil damit haben wir keinen Ärger, keinen Stress. Die macht von ganz alleine, was sie will. Wir könnten eventuell noch ein paar Arbeitsbienen. Die wären auch noch schön. Wie man denn eben. Mit zupackt, damit es einfach schneller geht hier. Ja, bis jetzt haben wir ja. Und da haben wir dich noch. Immer alles mitnehmen. Immer alles looten, alles sammeln. Da unten noch irgendwo was. An den Bäumen ist auch nichts mehr. Ja, und man sieht, man war hier wirklich schon ein bisschen häufiger unterwegs. Und wirklich so ein paar. Sachen schon mitgenommen, aber man übersieht eben doch aufgrund, wie gesagt, dadurch,
Da hinten sah es so aus, wenn da ein Haus stehen würde. Wir gehen da gleich mal gucken. Das würde mir jetzt echt interessieren, ob da ein Haus steht. So, die Köderbox. Würde ich gerne auf dem Fass platzieren und da hinten, wie gesagt, sah es so aus wie ein Haus. Mit hier können wir unten nebenbei gleich mal noch ein bisschen was sammeln. Und ich glaube, ich habe mich geirrt. Würde mich auch interessieren. Jetzt sage ich, nehme hier jetzt mal so eine. So eine Fläche hier weg. Und wir hier auch. Irgendwelche wilden Samen oder so raus. Nur mal so Interesse halber. Aber das sieht fast nicht so aus. Also bei uns auf dem Hof ja. Hier in der freien Natur anscheinend nicht. Doch. Nö. War ein Versuch wert, aber dauert eben echt lange. So, den nehmen wir noch mit. Hier ist noch ein Klick. Oh, hallo? Kann ich denn jetzt hier nicht durch so ein. Ich kann durch so ein Ding nicht durch. Wo ist ein Hammer, um das zu. Alter, ernsthaft? Ich muss mit einem Hammer Rohrkolben? Aber die kann ich doch. Großen Hammer, Alter, ernsthaft. Das ist schon wieder heftig. Man braucht für viel, ziemlich viele Sachen, finde ich, den Hammer. Also ist noch nicht ganz so ausgewogen, aber ist okay. Ist schon mal schön, dass es überhaupt da steht, was man in der Hinsicht für eine Gerätschaft braucht. Also ist jetzt schon vollkommen in Ordnung. Ernsthaft. Wir haben immer ein paar Sachen, die wir dann wieder verkaufen können. Und das, wenn geht. Och, guck mal, das ist ja auch schön hier mit dem Gartenteich hier. Sind wir hier nicht richtig schon? Na, aber. Eigentlich wollte ich noch so ein Bienending holen. Ganz schnell mal. Oh, auf die Schnelle. Wo sind hier? Da nehmen wir das her. So, was haben wir noch? Hier haben wir die Samen, das Ding und die Schnecke nehmen wir noch. Zack. Zack. So, das und das hier haben wir noch. Die Bienenkönigin heben wir natürlich wieder auf. Dann haben wir eine Koralle. Huch. Und wir kommen so langsam. Kommt jetzt hier der auch. Hallo? Der hoch. Weiß ich. Naja, ist okay. Was bringt uns das hier? 6. Ist okay. Weg. Schick machen können wir uns das immer noch. Die Bienenkönigin heben bei uns auf. Und dann würde ich sagen, hier schnell drin. Nochmal so einen Bienenkorb geholt. Wenn wir den denn jetzt auf die Schnelle finden. Kombinator. 1000 kostet er uns auch. Oh, wo ist denn jetzt das Bienenhaus? Versandstation, Versandkatalog. Das Bienenhaus ist da. Bienenhaus, 690. Reicht nicht. Gut, dann müssen wir also auf den nächsten Tag warten und wir müssen uns eh beeilen. Das war jetzt zusehen, dass wir hier nach Hause kommen. Und hoffen, dass wir noch am nächsten Tag jetzt endlich mal was ernten können. Denn wir brauchen, wie wir sehen, jede Menge Geld. Ich dachte gerade, da wäre so ein. Nee, aber war nicht. Hier könnten wir eventuell das Gras auch noch wegnehmen. Wäre vielleicht ganz sinnvoll. Aber das erst am nächsten Morgen. Ja. So, halte Shift gedrückt, um einige Aktionen im Inventar zu beschleunigen. Da bin ich ja mal gespannt. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass das eigentlich so relativ schneller geht. So. Wie sieht mit Pommel aus? Pommel strahlt vor Fröhlichkeit. So.
du brauchst natürlich... Hallo? Oh, da müssen wir auch schon wieder kaufen. Das letzte Tierfutter, oh mein Gott. So, wir haben aber ein Ei wieder. Das ist sehr schön. Und wie wir sehen, haben wir natürlich unsere Dingsstation verkauft. Wir sind ja clever. Unsere Melkmaschine. Annabelle strahlt nur so vor Lebensfreude. Die strahlt auch vor Lebensfreude. Was sagst du hier? Strahlt vor Lebensfreude. Sehr schön. Dann schauen wir mal gleich bei unseren Pflanzen nach. Und die sind alle noch nicht wirklich so weit. Wächst prächtig. Hallo. Oh Gott. Mal die nicht ernten? Ne. Oh Gott. Also ich finde es schon mal praktisch, dass man hier wirklich durch sein Gemüse, sag mal, durchgehen kann. Die sieht nur trocken aus. Um nicht eben alle zu bewässern, wie auch immer. Aber es ist doch relativ, ja, anstrengend, sag ich mal so. Und wir müssen unbedingt uns unseren Melker wiederholen. Vielleicht sollten wir auch eventuell uns erstmal auch um so eine Sache hier kümmern. Wie gesagt, wir brauchen unbedingt Kleingeld. Hier ist auch noch mal so ein Leuchtekäfer. Die bringen eigentlich ganz gut. Hier ist noch mal ein normaler Pilz. Alles insammeln hier. Gehen wir mal ein bisschen auf Pilzsuche. Und Gott sei Dank weiß ja keiner, dass wir auch nebenbei einen Pilz trinken. Wenn wir sie schon sammeln, dann können wir doch mal nebenbei ein kleines Schlückchen trinken. Ist ja nicht so, dass wir uns hier die Birne zuhauen. Und ich sehe gerade, es kommt die Heizung. Juhu, ich freue mich. Kleinen Moment. So, und da ist er schon wieder zurück. Und jetzt muss ich erstmal gucken, laufe ich noch in die richtige Richtung. Da ist unsere Farm. Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich hier gesammelt habe. Achso, eigentlich wollte ich gerne Dings fertig machen. So, wir haben allerdings nicht genug Zeug für Geld. Ah, wie schnell man alles innerhalb von ein paar Sekunden vergessen kann, nur weil Frauchen ihm mal einfach einen netten Kuss auf der Wange gibt. Ich mag sie. Ich liebe meine Frau. Ja, und ich hoffe mal in der nächsten Aufnahme vielleicht, dass da dann mein Kumpelchen mit bei ist. Da ist noch so ein Ding. Auf jeden Fall möchte ich jetzt gerne eigentlich die 1000, wenn die zusammenkriegen. Das wäre jetzt so ein Träumchen eigentlich. Wenn jetzt hier ein bisschen was abbauen, klauen, wie auch immer, möchte ich allerdings eben... Genau das möchte ich eben eigentlich nicht. Will das halbwegs... Wir haben jetzt schon den Fass hier geklaut. Ne? Nur mal zur Anmerkung. Ich möchte, wenn die hier alles eigentlich wirklich erwirtschaften, sammeln und nicht von irgendwo jetzt hier was klauen. Wenn, dann höchstens meine eigenen Sachen, die wir verkaufen, oder unsere eigenen Sachen. Entschuldigung. Unsere eigenen Sachen. Einfach um... Oh. Brauchst einen Hammer, um das zu zerstören. Schön. B-Banks, 10 Seile, eine Pinnwand. Aha. Ja, da bin ich ja mal gespannt, was hier noch kommt. Eventuell vielleicht für die neu zugezogenen. Irgendwie müssen wir ja hier auch hergekommen sein. Gut, dann verscheuern wir das mal erstmal. Wir brauchen eine Melkstation. Huch. Eine Melkstation ist ganz wichtig. Ja. So, das heben wir erstmal auf. Das kann weg. Die Königin heben wir auch auf. Wäre alle eben... Na gut, so viel bringen die jetzt einzeln ohne mehr. Wir könnten jetzt eine Melkstation kaufen. Oder wir haben die Hoffnung, dass wir die 1000 doch noch voll kriegen.
Das würde ich gerne mal hier rüber packen. Einfach, dass wir sagen können, da oben ist dann eben die Fläche. Wir kriegen die 1000 zusammen. Oh, bitte. Das wäre ja ein Träumchen, wäre das. Wir haben die 1000. Super. Wenn jetzt noch für so eine Station reichen würde oder für eine Melkmaschine, sag ich mal, für einen Melker, dann wäre das natürlich absolute Traum. Aber das wird eben nicht der Fall sein. Gut, ist okay. Aber wir können uns... Warum auch immer, aber wir können uns... warte mal, jetzt muss ich... Orientierung gleich 0, da ist das, also müssen wir darüber. Wir können uns immerhin den Montierer, die Montagestation holen. Kombinator, war der Kombinator? Montieren. Maurerstation, Tischsäge, Fliesenstation, Montagestation. War die nicht schon? Ach nee, wir haben den Kombinierer. Und eine Werkbank. Die haben wir, die Werkbank. So, gut, aber wir haben jetzt alles. Wir haben alles, was wir brauchen. Und können dann hoffentlich das auch noch abschließen. Denn hat ja unser Glück doch noch gereicht. Und hier ist auch noch eine Eichel, die wir mal mitnehmen können. Und noch ein Pilz. Steht hier wieder was in der Ecke? Nee. Aber hier haben wir noch einen Flattermann. Da ist noch ein Pilz. Und dann willkommen auf unserer Farm. Und ich muss mal gucken, wo wir das Ding noch hinstellen. Da ist noch so ein Teil. Den nehmen wir auch mal mit. Und Tierfutter brauchen wir ja auch noch. Oh Gott, Kombinierer. So, dann würde ich sagen, stellen wir den hier hin. So, als nächstes brauchen wir die drei. Das kann erstmal weg. Das wäre... Zack. Und... Zack. Und die zwei Seile. Und da kriegen wir das Fischgestell raus. Juhu. Ah, super. So, das bringen wir gleich mal weg. Und gucken natürlich unterwegs wieder, ob wir irgendwo was finden, was wir insammeln können, was wir verkaufen können, was wir nutzen können, weil wir brauchen Tierfutter. Oh mein Gott. Ein bisschen haben wir ja. Wieder in ihr sammelt. Was wir zur Not hier auch noch schnell mal im Vorbeiflug verkaufen können. Da ist eine Zeltstation. In der Hoffnung, dass wir noch ein bisschen Tierfutter kaufen können. Wir brauchen für Bommel auf jeden Fall was. So. Das Ding noch. So, Trogfutter haben wir noch. Tierfutter 100, Alter. Wir haben hier gerade nichts, was wir noch... Komm, wir brauchen eh mal Tierfutter. Ist egal, komm. So. Dann haben wir da Tierfutter auch. So. Und in der Hoffnung, dass wir hier unterwegs irgendwo noch was finden... Pilz. Das halte ich natürlich auch übelst Ausschau nach irgendwelchen Sachen, die wir einsammeln können. Ob nur Pilze sind oder irgendwelche komischen Insekten oder so. Nur um hier irgendwie nochmal ein bisschen an Geld zu kommen. Aber so wie es aussieht, scheint es nicht wirklich so der Fall zu sein. Auch Eicheln liegen hier nicht mehr so wirklich rum. Da müssen wir vielleicht doch auf den nächsten Tag warten. So und so langsam wird auch wieder Zeit, die Folge zu beenden. Hier ist auch nichts. So, jetzt bin ich gespannt. So, die Fischstation, die würde ich gerne so hier drüben. Zack.
Fertig, 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 fertig. Alles abgeschlossen. Supi. So, dann würde ich sagen, suchen wir mal die olle Katzentante, die da hinten rumeiert. Oh Gott, und dann bin ich gespannt. War da gerade was? Nee. Gut. Schade, auch nicht mehr irgendwie, wo man irgendwelche Sachen verkaufen kann oder so. So eine Zellstation würde ich gerne haben. Oder wir brauchen echt eine Versandstation, die uns ermöglicht, eben die Sachen dann selbstständig eben zu versenden oder so. Mal gucken. Und mir juckt die Nase gerade. Oh, oh. Ja, moin. Nur gerade mal schnell Nisa losgelassen. Jo, komm mal kurz rein. Dauert nicht mehr lange. Ich mag sowieso gleich. Kleine, gleich sowieso Folgenende. So schnell noch was abgeben. Denn. Wo ist denn Ria? Wo ist Ria? Ria ist weg. Oh, ernsthaft jetzt. Alter, ernsthaft. Jetzt ist sie da hinten hin. Ja, ja, der quasselt nicht. Ja, kannst du runterdrehen, wenn du willst. Ist ja bloß gerade eben erst drin gestellt, deswegen. So, und ich sehe, wir kommen schon wieder echt in eine Überlängenfolge. Meine Fresse, nee. Ding, 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 ding. Jetzt müssen wir echt hier wieder zu einer Angelstelle zurückflitzen, nur weil die beknackte Kuh, Entschuldigung, da jetzt hinten hingerannt ist. Und da sind Bienenkönigin. Schon wieder. Oh, die haben bestimmt Hunger. So, ich hoffe, die ist jetzt noch hier. Ding, ding, ding. Eigentlich müsste doch da hinten irgendwo rumspringen. Da ist sie. Dann können wir endlich die Quest abgeben und eventuell uns endlich um die wirklich wichtigen Sachen kümmern, plaudern. Ja. Auf einmal gibt es hier einen großartigen Angelplatz. Ich bin so gerührt, ich werde dir meine alte Angel geben. Juhu. Sie ist zwar schon etwas abgenutzt, aber sie funktioniert immer noch einwandfrei. Leiste mir mal ab und an Gesellschaft. Du kannst alle möglichen leckeren Fische fangen. Sprich mich ab und zu mal an und ich bringe dir bei, was ich kann. No. Dann werden wir sagen. Ja. Was? Bienen keizen ihre... Ach, beenden keizen... Keizen? Wieso ein I zwischen den Katzen? Egal. Nein, nur manchmal. Ja, gut, okay. Und wir haben immer noch... Ich würde jetzt gerne probieren, ob das endlich... Anscheinend sind größere schwer, was zu fangen. Ich muss aber zugeben, dass ich mal... Jetzt schwimmt die hier im Wasser rum. Wenn du dich fürs Angeln... Okay. Also ihr hört das Handy auch nicht. Und damit würde ich sagen, beenden wir diese Folge. Und dann sehen wir uns in der nächsten wieder. Denn wir haben schon wieder ein klein bisschen Überlänge. Und ich denke, wir werden hier am Strand pennen und dann in der nächsten Folge einfach mal angeln gehen. Damit sagt tschö mit Ö, bis zur nächsten Folge. Euer Cortax.